Fenster, unser Material liegt auch breit. Das kann so natürlich jetzt noch nicht verarbeitet werden, also könnte schon, ob es dann toll aussieht, ist eine andere Geschichte. Wir werden das jetzt einfach anschleifen, davor schon mehr Schutzzeug und alles mögliche parat, Schleifgerät steht auch schon parat. Wenn mich der Teufel reite, beize ich den Kram noch irgendwie schön dunkel, das ist in so einem Teak-Ton hier oder sowas. Oder ich lasse den Spaß einfach, ich denke aber schon, dass er gebeizt wird. Teak, also beize beliebig übernehmen möchte, das ist auch jetzt nur ein kleines Schönheitsmerkmal, ansonsten ich würde schon dazu raten, dass das Holz dann da noch lasiert wird. Das macht das Ganze einfach widerstandsfähiger, dann ist es auch nicht so staubanfällig, ne? Weil jetzt auf so normalem Holz, auf rauen Holzoberfläche sammelt sich schnell Staub. In einer Lasur dann eben hier die ist jetzt hier für Wirbel und auch für Innenbereiche gedacht, kann man das einfach quasi wie abstauben, wie einen normalen Schrank zum Beispiel. Ne? Das wäre also auf jeden Fall empfehlenswert. Gut, legen wir los. Ja, geil, nicht aus der Pause. Ich stehe voll. Stopp, ist der Wahnsinn. Angeschliffen. Ich habe einen ganzen Haufen geschliffener Bretter hier rumkreisel, auch schon ein paar Ecken hier erkannt, die liegen. Die werden nach innen wandern. Das hat zwar den einen oder anderen Schönheitsfehler, das ist aber gar nicht schlimm. Thema Lasu, Thema Beizen. Beizen lassen wir, weil es wird garantiert noch ein paar Anbauten folgen, auch noch ein paar Bogen etc. pp. Das wird dann einfach kacke aussehen. Wenn ihr eine andere Farbe habt oder wenn dann auch die Urfarbefärbung hier durchbrechen würde. Lasieren werden wir machen. Ganz einfach im komplett zusammengebauten Zustand werde ich wahrscheinlich nicht mehr in alle Teile drankommen. Von daher hätte ich das schon dann einmal safe lasiert, dass die Sache auf jeden Fall läuft. Gut, genug geschliffen. Jetzt wird gebindelt. Wir befinden uns im nächsten Arbeitsschritt. Wir haben den Unterbau, der wurde verstärkt. Es wurden hier nochmal ein Winkel und zur Rückseite wurde nochmal ein Winkel. Dicker Aluwinkel, wirklich, ich glaube, 30 cm Ausmaße dann da eben hier nochmal dran getackert. Das Ganze wurde verschraubt in jegliche Form, wie es möglich ist. Ich krieg's nur noch ganz schwer bewegt, wenn überhaupt. Also da muss ich schon sehr mit Gewalt dran. Ich hoffe, dass sich die Bewegung vom Drucker eben nicht irgendwo hier auf die Konstruktion auswirken. Aber ich glaube, das sollte alles funktionieren. Jetzt habe ich hier schon mal die Platten angelegt, eine Seitenwand und die Rückwand. Die werden wir dübeln und da wo geht oder wo nötig ist, vielleicht auch noch mal mit dem einen oder anderen Winkel auch noch mal unterstützen und verschrauben. Ich glaube, die sind auch von irgendwelchen Möbelaktionen übrig geblieben und dann kann man auf jeden Fall noch gebrauchen. Wir fangen mit dem hinteren Teil an, also sprich nicht hinteren Teil, sondern mit dem Eckteil vernehmen, also die Rückplatte und die und wahrscheinlich ein Deckenelement schon dazu, weil an die vorderen, sprich an die und an die, müssen wir nochmal ran. Und zwar müssen da die Scharniere für die Polystyrolplatten, die als Türen fungieren, ran. Das wird nochmal interessant. Ich halte es nochmal in die Kamera. Das sind die guten Stücke. Ist abhängig davon, ob ich das Polystyrol A anständig geschnitten, B anständig gebohrt kriege. Schneiden stelle ich mir weniger problematisch vor. Bohren wird vielleicht nochmal interessant, ob ich da Löcher reinkriege. Es war die Überlegung, da sie zu kleben. Bin ich kein Freund von. Ich würde sie lieber schrauben. Ja, gucken wir mal nachher, wie hier das funktioniert. Weil wenn das dann schon funktioniert, dann kommen die eine hier verschraubt eben dran und die anderen zack so einmal durch, dann eben wieder das Polystyrol, wir entgegen den Kontakt und dann wäre die Sache auch schon durch. Und vielleicht muss ich da auch noch irgendwo einen Support machen, wissen wir noch nicht. Gucken wir mal. Erstmal fangen wir mit den Sachen an und gucken, was wir davon alles annehmen können, quasi an die Platte. Wir kommen zum Polystyrol-Schneiden, da wir das auch recht zügig für die Türen brauchen werden, weil ansonsten können wir nicht weitermachen. Jetzt war ich am überlegen, ob man das gute Zeug über die Dekopiersäge jagen kann. Theoretisch würde das gehen, aber ich wollte nicht, dass das ausreißt. Also habe ich mich ein bisschen eingelesen und es wurde gesagt, dass man das Zeug auch mit einem Cuttermesser schneiden kann. Gesagt, getan, Cuttermesser gegriffen. Jetzt brauchen wir natürlich hiervon noch eine Schiene, an der wir das Messer auch langführen können. Metallschiene, sonst irgendwas, eine Leiste etc. würde vollkommen ausreichen. Hier einfach ein altes Stück Schrankrückwand. Dann drei, viermal hier am Rand quasi entlang führen. Es wird gesagt, pro Millimeter reichen angeblich ein Durchgang. Ich habe jetzt, glaube ich, hier vier pro Seite gemacht. Also das Ganze wird auch noch einmal gewendet. Von der anderen Seite dasselbe nochmal. Und dann, nachdem wir meinen, genug geschnitten zu haben, einfach mal hier die Leiste festhalten, an der wir entlang geführt haben. Und ein bisschen ausrichten, vorsichtig hier in den Unterfassung einfach mal wippen. Und dann löst sich das Ganze hier, weil jetzt natürlich schon geschnitten, aber es knackt dann einmal satt und dann haben wir eine recht schöne Kante.
Und das sollte also auch einsetzbar sein. Und was kann man hier nochmal mit Schleifpapier noch einmal drüber gehen und oben die Kanten glätten, dafür, dass da keine Verletzungsgefahr ist. Das war erfreulich einfach und gibt mir gleichzeitig hier noch ein kleines Probestück. Das wird übrig bleiben. Hier werde ich einfach mal am Rand testen, ob ich das Ganze anständig bohren kann, ohne dass das splittert oder ausreißt, damit wir die guten Stücke hier, die Scharniere, dann auch recht zügig hier ranbringen können. Jetzt einfach nur mal hier so grob angehalten. Dann würde ich nämlich hier einfach effektiv durchbohren, mit einer kleinen Mutter hier durch, mit einem Kleck Silikon vielleicht noch hinterher oder vielleicht hier auf der Rückseite das Ganze hier gegenkontern, dass das dann eben verschraubt ist, ne, weil und ein wenig abhauen kann. Ursprünglich, wie gesagt, war Kleben angesetzt. Da bin ich irgendwie nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich möchte das lieber etwas stabiler haben und natürlich auch längerfristig was davon haben. Gut, ne? Wir sehen uns gleich. Erster Test auf Polystyrol. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Aber die Kamera funktioniert. Keins der Rohre, niedrigste Drehzahl, langsam vortasten, wir sind eben nahe Rand, hier ist nichts gesplittert, alles schön, ich musste noch nicht mal irgendwie Klebeband oder sowas dann drauf, wenn mein erster Versuch hat funktioniert. Womit wir zu einem Problem kommen. Wo sind sie? Ich habe sie irgendwo hinterlegt. Heute mit normalen, den kleinsten Muttern, den ich habe hier, also den kleinsten Schrauben, die ich habe hier dran, das Ganze auf der Gegenseite gegenkontern mit einer Mutter und alles ist schön. Ja, also das wird also 1A gehalten, kein Problem. Das Scharnier wäre dann angewandert. Mutter dahinter, alles tutti. Jetzt stelle ich fest, A, Schrauben zu groß, B, zu wenig Schrauben. Epic fail. Aber okay, gut, das heißt jetzt, wir müssen mit der Zeit zu Spax-Schrauben greifen. Die sind die Dinger hier, Spax 3,5x16. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade Werbung mache, aber egal. 3,5x16 mit einem Kopf. Den habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich halte mal die Kamera. Torx? Keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt irgendwo in meinem Bitkasten habe. So, das Ganze würde dann also hier durchwandern. Fasst natürlich überhaupt nicht. Ist im Prinzip für gut, dass er nicht fasst. Ergo, ich muss das mit irgendwas anderem gegenkontern. Ich werde das also mit Holz unterfüttern müssen. Ich gucke jetzt hier schon fleißig in der Gegend, was ich hier so habe. Wahrscheinlich wird es auf einen einfachen Block, kleinen Block OBS hinauslaufen und ich muss schauen, eben hier, dass das Ganze nicht irgendwie im Schwenkbereich dann die Tür blockiert. Drückt mir die Daumen. Wirft uns zurück, aber nicht unmöglich. So, Achtung, wupp. Wir haben ihn einfach mal testweise angeschraubt. Das ist jetzt natürlich ein krummer, schiefer Block, einfach mal als Test. Aber es hält, also als Ronno eben auch als professionell, also improvisierter Konter auf jeden Fall definitiv in Ordnung. Das wird dann quasi hier einmal irgendwo an der Seitenwand einmal festgemacht und kann dann ganz entspannt so aufschwenken. Wir werden natürlich den Block ein bisschen kleiner gestalten in der finalen Version. Aber als Testlauf finde ich das schon mal gar nicht so schlicht. Das ist also damit stemmbar. Schön. Dann demontieren wir das Ding mal wieder, weil das werde ich ja noch brauchen und die Schrauben auch. Und dann gehen wir mal wieder an das eigentliche Projekt. Freihand gefilmt. Wir befinden uns im nächsten Step. Wir gucken hier gerade einmal auf die Frontseite. Hier ist eben ein Rahmen nachgerutscht, der wird hier oben, ist noch lose, der wird da oben gerade einmal nur grob fixiert. Bestehend auch aus Dachlatten, der ein bisschen den Deckel hier oben noch versteifen wird und eine ganze mehr Stabilität bietet. Es fehlt noch die Verstrebung quasi zur Rückseite. Hier wird es den ganzen Spaß auch nochmal hochgeben und hier oben auch nochmal eine Querlatte, dass das eben alles schön bündig ansetzt. Vorteil ist, das bietet uns jede Menge Angriffsfläche eben hier für Scharniere, je nachdem wie wir sie anschrauben wollen. Zur Frontseite wird das eben so doppelflügig sein. Und dann wird es hier unten oder vielleicht auch oben, weiß ich noch nicht, wird es dann diese Magnetschnepper geben, dass das Ganze schließt. Dann gibt es hier eben noch den Deckel eben drauf, um die Konstruktion dicht zu machen. Wir befinden uns hier grob im Innenraum. Plan ist es dann, hier die Fugen vielleicht noch mit Silikon dicht zu machen, dass das Ganze auch wirklich staubfrei sitzt. Das ist noch nicht mit dem Bodenteil verschraubt. Also das hier ist quasi noch vollkommen lose. Das kann ich so abnehmen in einem Stück. Also ein Teil, 1, 2, 3, 4, 5. Die Teile sind komplett zusammen. Das muss ich als ein Teil hochheben. Der Rahmen ist noch separat. Das wird dann wahrscheinlich nochmal gedübelt und geschraubt, dass das eben hier mit der Arbeitsplatte festsitzt. Bin sehr gespannt, wie sich das Ganze dann in der Endversion darstellt. Wir sind ja eigentlich schon fast auf der Zielgeraden. Alles, was jetzt kommt, beziehungsweise was nach der Basiskonstruktion kommt, ist dann nice have. Da gibt es noch ein paar kleine Schmankerle, die werde ich euch dann zeigen. Allgemeines Chaos hier, aber das nimmt Form an. Die Stützstruktur, die eigentlich ja weite Teile der Polystyrolplatte mit halten wird, ist fertig und muss jetzt eigentlich mit dem rückwärtigen Teil noch verbunden werden. Wir haben hier meinen Innenbereich, wir haben hier noch ein paar Stützwinkel einfach für den Deckel noch einmal angebracht. Die kennen wir schon. Da geht es auch weiter.
Die eine Hälfte des Deckels fehlt noch. Das können wir jetzt auch alles gleich verbinden. Wir nehmen uns hier einmal die Ecken markiert, wo wir das Ganze vielleicht noch einmal mit Leim einstreichen werden. Da werde ich wahrscheinlich hier noch zwei Schrauben noch durchjagen. Der Teil ist hier zum Glück noch beweglich. Das ist noch nicht mit dem Boden verbunden. Ich denke, ich werde das mit zwei Winkeln, also einmal da hinten und einmal hier, mit der Arbeitsplatte verbinden. Dann wird da einfach Silikon unten gezogen, weil, gesetzt den Fall, ich will das Ganze einmal bewegen oder austauschen, dann muss ich da hinten effektiv einmal schrauben, hier einmal schrauben, Silikon in der Aktion, dann kann ich den ganzen Kram anheben und in einem Rutsch von der Platte heben. Das ist so der Plan dabei. Ja, es nimmt Form an. Ich bin sehr zufrieden. Jetzt gucken wir gleich mal, wie es hier weitergeht. So, den Shootern auch mal ohne das ganze störende Bike. Das sieht sogar fast aufgeräumt aus. So sieht es im Bereich aus mit authentischem Holzstaub. Ich habe hier noch eine Dichtung aufgetrieben. Eine Türdichtung. Da bin ich auch stark im Überlegen, wie ich die irgendwie hier toll dranbringe. Mal gucken, was wir damit anstellen. Ich wollte die hier außen aufkleben. Das heißt aber, dass die Polystyrolplatten mit den Scharnieren ein Stück nach vorne wandern müssen. Dann werde ich die Scharniere, wenn die dann hier drauf kommen, ein bisschen unterfüttern, dass das Ganze ein bisschen wegsteht und genügend Spielraum für das gute Stück bietet. Ansonsten halte ich mal ein Stück zurück. Da seht ihr auch schon die Zwingen. Hier ist dann die Rahmenkonstruktion. Dann links also der ganze umlaufende Kram. Der ist hier mit der restlichen Konstruktion verbunden worden. Ordentlich Leim dazwischen und zwei dicke Schrauben. Wupp, wupp. Die einmal durchgehen. Das zieht jetzt eine Nacht und sollte danach bombensicher halten. Dasselbe hier hinten auch nochmal. Zwei Schrauben, jede Menge Leim. Und das wird dann schön zusammengehalten. Wir bewegen uns mal in den Innenbereich. So sieht es hier drin aus. Mit Winkeln und allem drum und dran. Der Deckel, der zweite Teil, ist auch dazu gewandert. Wir haben auch schon mal verschraubt worden. Dasselbe da drüben auch einmal. Das ist also auch schon nach oben dicht. Wir gehen eine Etage nach oben. So sieht es hier oben aus mit authentischem Spindel. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier sehen. Hier wird dann nochmal durchgebohrt. Würde ich dann irgendwo nochmal einen Lüfter noch einmal verbauen. Weiter hier vorne in die Mitte wird es auch nochmal ein kleines Löschen geben, was nach unten führt. Und da wird dann die Filamentzufuhr gemacht. Plan ist es hier oben noch drauf, eine Plastikkiste zu installieren, sodass das Filament schon eingepackt ist und dann nur durch so einen kleinen Spender eigentlich das Filament nach unten wegführt. Eine Etage tiefer. Wupp. Ja, was fehlte denn noch? Licht soll es hier drin auch noch geben. Dann wollen wir mal gucken, wo wir dann hier nochmal strategisch durchbauen. Silikon wird auch noch zum Einsatz kommen. Wir werden gucken, dass wir die Lücken, die hier eventuell sind, das sind jetzt nicht riesengroß, aber sie sind da. Ich möchte, dass da kein Staub durchdringt etc. pp. Da werden wir das dann auch noch alles einmal zuziehen. Auch unten rum. Hier haben wir die beiden Winkel noch. Die Tatsache, hier sind recht viele Winkel, aber auch nicht viele Dübel etc. zum Einsatz gekommen. Wir werden den, sind jetzt klein und süß, werden wir die ganze Konstruktion mit dem Bodenteil hier verbinden. Ich möchte das jetzt noch nicht fix machen, ich möchte das nicht anleimen für den Fall, dass es hier nochmal bauliche Veränderungen gibt oder irgendwas verändert wird. Von daher schauen wir einmal, werden wir die Sache davon nehmen, dass wir einmal nach da einer wandern und einer nach da. Silikon hat auch einmal, um das Ganze eben dicht zu machen und dann läuft das. Ja, das ist der Stand bisher. Gucken wir mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Der Leim hier, der muss erstmal jetzt kräftig ziehen. Für euch wieder nur ein paar Sekunden, für mich eine Nacht. Ich sollte nämlich langsam ins Bett. Wir sehen uns im nächsten Schritt.